Vertreter der sächsischen NPD haben heute Abend in Leipzig mit einer kreativen Protestform Flagge gezeigt gegen die Islamisierung der Messestadt und konkret gegen die geplanten Moscheebauten der Ahmadiyya-Gemeinde sowie der Salafisten-Gemeinde um Hassan Dabbasch. Mit einer Beamer-Aktion haben wir sowohl an die Außenfassade des Leipziger Rathauses als auch an die Fassade der Al-Rahman-Moschee sowie in der Nähe der geplanten Ahmadiyya-Moschee eine Lichtparole an die Wände projiziert, mit der wir uns ganz klar gegen die Moscheebauten ausgesprochen haben. In Leipzig droht mittlerweile eine große innerislamische Auseinandersetzung, weil nun auch die Salafisten um den Hassprediger Hassan Dabbasch angekündigt haben, dass sie eine Minarettmoschee in Leipzig errichten wollen. Und bekanntermaßen hat das Leipziger Rathaus ja schon die Moscheebaupläne der Ahmadiyya-Gemeinde abgesegnet. Und wir als NPD sind die einzige Partei in Sachsen, die immer und überall klar Position bezogen hat gegen Islamisierung und Moscheebauten. Und deswegen sind wir heute Abend in Leipzig gewesen und haben kreativ Flagge gezeigt.